Herzlich willkommen zurück. Sorry für die Katastrophe in der letzten Folge. Ich habe in der Pause ziemlich gelitten. Unser komisches Stadtportal zu Lord Prittig funktioniert ja schon länger nicht mehr, seit wir den Stone Portal Generator zerstört hatten. Und ich habe festgestellt, dass erstens der Charakter darf nicht hungrig sein, sonst regeneriert er kein Mana. Und zweitens, wenn man auf einen dieser Tugendsteine, die wir ja markieren können, den Rückruf und Zauber spricht, ohne dass man vorher was drauf markiert hat, kommt man einfach irgendwo am Arsch der Welt raus. Ich habe mitten in der Wüste gestanden, bin dann von der Wüste nach Britain gelaufen. Also ich muss hier irgendwo gewesen sein. Bin dann zu Fuß nach Britain mit Sentry an meiner Seite, habe Reagenzien gekauft, habe in Britain einen Stein markiert, dass wir da wieder hin zurückkommen können. Ja, es war eine Odyssee, sondergleichen. Aber ja, jetzt kann es weitergehen. Und Daumen drücken, dass wir keine weitere Katastrophe erleben. Aber man weiß ja nie. Gespenst. Leute, könnt ihr mal bitte Gespenst angreifen? Die Leitung war ein bisschen länger, meine Jungs und Mädels. So, da hat es jemanden verschüttet. Er hat aber nichts mehr dabei. Liegt hier irgendwas, was sie haben möchten? Ich sehe jetzt erstmal nichts. Gehen wir weiter. Hier war schon länger keiner mehr. Spinnchen. Mach die Spinnchen mal tot. Ja, das mit den Spinnen ging schon mal schneller. Ich sehe einen Teleporter, zwei Teleporter und eine Spinne. Dann macht mal die Spinne einen Kopf kürzer. So, links oder rechts? Welche Schweine hätten Sie denn gerne? Ich bin für links. Gehen wir mal darauf. Und jetzt sind wir mitten in Skeletten. Nein, schon wieder Flammen am Boden. Das muss schief gehen. Kacke, Mann. Moment. Wir haben ja gelernt, dass man dort mit Feld zerstören ganz gut weiterkommt. Hat der Avatar kein Mana mehr. Ich glaube, aktuell trägt YOLO das Bett. Ja, YOLO trägt das Bett an einer unerwarteten Stelle, aber Hauptsache er hat's. Wie außer Reichweite. Was ist. Dann geht wieder zurück zum Teleporter. Oder liegen da die Knochen wahrscheinlich im Wege? Dieses Spiel. So, an den Skeletten ist nichts drin, also legen wir die mal bitte darüber. Geht das jetzt mit YOLO? So. Das ist echt, also so ein bisschen Feuer und die Leute sind fast am Ende. Legt das Skelett mal noch dahin. Da ist kein Platz fürs Bett. So, jetzt stehen alle mit ihren Füßen wahrscheinlich drauf. Ah nee, ich wollte noch schauen, ob der Avatar hungrig ist. Das müssen wir im Auge behalten. Denn dann regeneriert er nämlich nicht. Nein, der Avatar ist nicht hungrig. Dem Himmel sei Dank. Leute nochmal rangieren, dass keiner auf dem Bett steht. Jetzt stehen doch wieder alle drauf. Ach, Spiel, mach's mir doch nicht so schwierig. So, wir schlafen 8 Stunden. Ja, wir müssen so einen Aufwand wegen ein paar Flammen auf dem Boden betreiben, um die man auch ganz gut drumherum laufen könnte, aber das kann man in dem Spiel hier, glaube ich, einfach vergessen. So, Feld zerstören. Einmal Feld zerstören. Zweimal. So, freie Bahn. Was gibt's denn da oben?
Geht's noch weiter? So, unten haben wir noch einen Teleporter offen. Es geht weiter und weiter. Schleim ist normalerweise nicht so gefährlich. So, nicht unbedingt durch die Schleimpfützen tapsen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wo wir hinlaufen. Nicht vor. Oh. Gut. Wer auch immer das jetzt gecastet hat, ach, der hat auch wieder kein Mana. Ganz ruhig bleiben. So, YOLO, du bist die Hauptperson, denn du trägst das avatarsche Bett. Und wieso außer Reichweite? Warum? Könnt ihr mal bitte da. Wie? Wir kommen da nicht mehr zurück? Meine Nerven. Warum? Gut. Steckt YOLO. YOLO steckt hinter einer Wand fest, hinter der wir nicht sind. Das ist jetzt wohl nicht dein Ernstspiel. Oh, da ist ein Leech. Aber nicht ins Feuer. Bitte nicht. Gerade ist es sehr anstrengend. Gut. Wir haben einen Stein dort markiert, wo wir gegen den Lich im Feuer verstorben waren. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, nochmal Essen zu fassen. Denn mit zwei Leuten konnte ich nicht so viel Essen tragen. Und ich weiß nicht, hinter welcher unsichtbaren Wand YOLO da gesteckt hat mit unserem Bett. Ich kann es euch nicht sagen. Können wir das Bett dem Avatar geben? Das könnte uns das Leben eventuell ein bisschen leichter machen. Passt nicht. Passt auch nicht. Och, Avatar. Mach mal die Alraune da rein. Dann behält's YOLO. Das muss auch so irgendwie gehen. So, auf dem Markt ist gerade geschlossen. Dann gehen wir in Sentrys Bude schlafen. Es war nicht Sentrys Bude, aber die muss hier irgendwo in der Nähe sein. Nein, das war nicht Sentrys Haus. Dann müsste das Sentrys Haus gewesen sein. Kann der Avatar noch mal in einem Bettchen schlafen? So, 8 Stunden schlafen. Dann sollte der Markt hoffentlich geöffnet haben. Oder wir haben jetzt mitten in der Nacht. Nein, wir haben nicht mitten in der Nacht. Sehr schön. Dann nochmal zum Markt zurück. Der Dungeon könnte noch eventuell sehr anstrengend werden. Aber nicht, weil der Dungeon an sich schwer ist, sondern einfach, weil das Spiels einem schwerer macht, als unbedingt Not tun würde. So, Leute, es ist hellichter Tag. Ich würde gerne Essen kaufen. Hat die Bäckerei geöffnet? Ach ja. Da muss der Juwelier sein. Der ist auch nicht da. Wie viel Uhr haben wir es denn? Wieso ist es doch hell? Wieso ist keine Sonne da?
es kann noch dauern. Da das eine Sonnenuhr ist und es angeblich keine Sonne jetzt gerade an, nicht an ist, sondern aufgegangen ist, können wir auch die Uhr nicht lesen. Also auf die Lichtverhältnisse hier ist echt kein Verlass. So, wir haben jetzt 1 Uhr mittags wahrscheinlich. Irgendjemand steckt mal bitte das Bett ein. So, Spark hat das Bett eingesteckt. Dann machen wir jetzt nochmal einen Versuch beim Juwelier. Wir sollten noch Edelsteine irgendwo haben. Edelmetalle und Edelsteine. Edelsteine verkaufen, genau. Ja, 15 Edelsteine, dankeschön. So. Dann müsste hier noch irgendwo eine Bäckerei sein, genau hier. Wir haben noch nie beim Bäcker was gekauft. Also, Beruf, gelingt Brot zu... Ja, wir wollen aber was kaufen. Ja, es ist süß. Spark will auch Brot. Kaufen möchten wir. Ja, wir möchten was kaufen. Und zwar Brot. 4 Gold. Wie viel wünscht ihr? 20. So, dann nochmal Brot. Wie viel wünscht ihr? 20. So, jetzt haben wir 2 Leute voll. Brot, ja. Nochmal 20. So, nein, nicht Aushilfe. Nein. Nein, wir wollen hier nicht arbeiten. So, jetzt haben wir Essen gekauft. Leben alle? Gut. Dann machen wir zuerst mal das Brot zur Seite. Und dann machen wir Zurückrufung auf den schwarzen Stein. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Das war der schwärzeste Tag, weil nämlich alle tot waren. Und sind wieder beim Leech. Gut, dass der nicht mal nochmal neu gekommen ist. Weil das hätte jetzt echt keiner mehr gebraucht. So, und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sollten wir gleich wieder da sein, wo wir waren. So, hier waren wir auf den linken Teleporter raufgetreten. Und wir gehen diesmal auf den rechten. Oder sollen wir... Na, da wo der Licht war, das könnte auch wichtig gewesen sein. Auf Licht der Licht noch tot. Und kein Feuer mehr da und überhaupt... Na, der Schleim ist wieder da. Aber nur ein bisschen Schleim diesmal. So, Schleim ist tot. Weiter geht's. Oh, das Feuer ist noch da. Okay, damit kommen wir klar. Nicht Falle zerstören, sondern Feld zerstören, Falle aufdecken. Feld zerstören. 29 Mal können wir das noch. Einmal. Ach, schon wieder kein Mana mehr. Ich fasse es nicht. Komm, wenn wir da jetzt schnell durchlaufen, schaffen wir das, oder? Ja, haben wir geschafft. Nochmal 2 Teleporter und eine Tür, die sich für uns öffnet. Die sich auch wieder schließt und wieder öffnet. Dann ohne Mana ist immer schlecht. Hauen wir uns nochmal 8 Stunden aufs Ohr, wenn der Avatar, doch der Avatar hat Hunger. Dann füttern wir den Avatar und noch die anderen Leute auch noch ein bisschen. So, Avatar hat keinen Hunger. Dann Avatar 8 Stunden schlafen.
Also, seit wir Mana brauchen, wird das Spiel nicht unbedingt angenehmer zu spielen. So, Spark, bitte Bett einstecken. Dankeschön. So, wir schauen zuerst mal, wo wir hier noch hinkommen, bevor wir die Teleporter nochmal ausprobieren. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Nochmal Leute füttern. Weil ansonsten macht das doch eigentlich keinen Sinn. Da geht's weiter. Zumindest so ein bisschen. Hi YOLO, wo kommst denn du her? Kommen wir... Ja, ich bin hungrig. Lecker Brot. Ah, da waren wir schon mal. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Da liegt nämlich einer von unseren blauen Helmen. Und was ist das da? Ausgebrannte Lichtquelle. Würden wir jetzt was sehen, wenn wir eine Fackel anmachen? Sparkyline, du hast doch immer Fackeln, oder? Nein, Sparkyline hat aktuell keine Fackeln. Aber irgendjemand von euch hat noch Fackeln. Da haben wir doch Fackeln. Pack mal dein Schild ein und die Fackel aus. Das hat jetzt die Lichtverhältnisse auch nicht wirklich verbessert. Dann machen wir das wieder rückgängig. Fackel aus, Fackel einpacken, Schild anziehen. Ja, wir irren ein bisschen durch die Gegend. Hier muss es doch irgendwo hingehen, sonst würde das keinen Sinn machen, dass dieser Weg existiert. Ja, da kamen wir her. So, jetzt sind wir wieder bei der ausgebrannten Lichtquelle. Irgendjemand ist mal wieder hungrig. Genau, das weiß man nicht. Hier muss es doch irgendwo hingehen. Weil eine ausgebrannte Lichtquelle kann man wahrscheinlich nicht mehr entzünden, oder? Nee, natürlich nicht. Dann gehen wir nochmal dahin zurück, wo wir herkamen. Tür auf. Und wir gehen mal wieder auf den linken Teleporter. Da können wir wahrscheinlich wieder zurück, wo wir herkamen. Das ist immer gut. Und wieso verliert Sentry Lebenspunkte? Nein, danke. Nein, danke. Sei es drum, er wird schon überleben. Das kann keine Sackgasse sein. Nee, ist wirklich keine Sackgasse. Sehr schön. Da haben wir einen Thron. Und was haben wir sonst noch hier? Eine Plakette. Ah, das sind die beiden Teleporter, wo wir gerade waren. So, der Thron der vielen Wandel. Warum Kampfmusik? Kannst du darauf? Sehr schön. Der Avatar sitzt auf dem Thron. Gebracht hat es aber nichts. Ja, wieso gibt es den Thron dann hier? Da kann man ein Schild von der Wand pflücken. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Oh, hi, wer bist denn du? Kommen wir zu dir durch die... Ja, da kommen wir durch. Feindlich? Dann bitte umhauen. Das war doch nur ein alter Mann, Jungs und Mädels. So, hat der alte Mann was... Oh, der alte Mann hat tolle Sachen dabei. Unter anderem einen Schlüssel. Rüstung, Halsteil, Ring der Regeneration.
Du siehst mir so aus, als hättest du noch keinen Ring der Regeneration. Ring des Beschützers und Ring der Unsichtbarkeit. Dann zieh mal die Regeneration an statt dem Beschützer. Ob das jetzt sinnvoll war, weiß ich nicht, weil ich noch nicht so ganz verstanden habe, was die Unsichtbarkeit tut. So, Brustrüstung in Magie hat jeder. Du kannst noch einen magischen Hals anziehen. So, dann haben wir den alten Mann gelootet. Oh, ein zweites Zauberbuch. Oh, der hat Sprüche, die wir noch nicht gekauft haben. Können wir das benutzen, wenn wir das einstecken? Zurückrufung. Ihm fehlt Markieren. Eigentlich müsste hier, so da müsste, glaube ich, Markieren sein. Hoffentlich macht das unser Zauberbuch nicht unwirksam, wenn wir das jetzt einstecken. Ich habe es mal eingesteckt und wenn ich jetzt B drücke, kommt unser Zauberbuch. Keine Ahnung. Wir haben jetzt zwei Zauberbücher. Passt da der Schlüssel? Der Schlüssel, den wir gefunden hatten, das sind Unsichtbarkeitstränke, Gemeinschaftsmedaillon und noch diverse Heiltränke. Avatar, geh mal in einen Raum mit den Leuten, damit ich das Zeugs gescheit verteilen kann. Mal alles einstecken, was nicht nied- und nagelfest ist. Und Spiegel waren schon mal ein Teleporter. Aber der hier scheinbar nicht. Nee, der ist kein Teleporter. Okay. Dann haben wir den alten Mann vielleicht umsonst getötet. Können wir hier sonst noch irgendwo durch die Wand? Hier vielleicht? Nicht wirklich. Da sieht man nichts. Und wo kam man jetzt eigentlich ursprünglich mal her? Ach so, wir kamen irgendwo weit. Wo kamen wir her? Auf dem Thron hatten wir gesessen. So. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo wir herkamen. Scheibenkleister. Ach doch, wir waren in einem langen Gang. Und das müsste dann oben der gewesen sein. Man sollte nicht gleichzeitig reden und irgendwo in der Gegend rumlaufen. Also hier kommen wir durch. Aber da kommen wir sonst, glaube ich, nirgendwo durch. Das ist korrekt. Nee, wir kamen hier mit dem Teleporter her. Und wie kommen wir hier wieder raus? Diese und andere Fragen. Ah, da kommen wir durch. Ja, ihr habt auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Was hast denn du da? Bleibrocken. Bleibrocken hat man noch nie gefunden. Die packen wir mal bitte ein, wenn es gerade nicht versperrt ist. Und natürlich den Schlüssel. So, jetzt haben wir auch Bleibrocken. Gold nehmen wir natürlich auch mit. Was hast denn du noch? Ein Amulett. Einstecken. Und noch ein Ring der Regeneration. Aber wo geht's? Geht's hier irgendwo weiter? Das ist arg seltsam. Also wir haben jetzt einen Schlüssel und wissen noch nicht so genau, wohin damit. Aber
was dieser Thron da soll. Er hat ja sogar einen Namen. Der vielen Wandel. Aber... ja, wir können die Lichter mal ausmachen. Aber was soll das? Diese und andere Fragen. Weil wir hatten ja nichts mehr, was hier verschlossen war. Hä? Wo? Wo ist... hä? Da war doch der Raum mit dem Alten. Hä? Sind wir teleportiert worden? Da unten sieht es jetzt auch anders aus. Ach du grüne Neune. Oh, hi. Ein Wassermonster. Dann mal auf ist mit Gebrüll. Das... oh Gott. Hat man da gesehen, dass man teleportiert wurde? Dann hätte ich auch lange suchen können, wo wir herkamen. Hä? So was tut man nicht, Spiel. Das macht die Leute nur... oh nein, 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 nein. Nur unnötig verwirrt. Vergiftung. Kriegen wir hin, wenn wir noch genug Reagenzien haben. Das war Heilmittel. Ja, haben wir noch genug. Heilmittel auf... YOLO, kostet zum Glück nicht sehr viel Mana. Auf Spark. Auf Shamino. Sentry. Avatar. So. Und ich schicke euch jetzt in die Pause. Hi, ja, bis gleich.